Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben es inzwischen nach Gerudo-Stadt geschafft und haben auch die Gerudo selbst ausfindig gemacht. Ich habe jetzt auch gesehen, inzwischen hier unten geht es wohl auch rein. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Riju finden, die losgezogen ist, um in Donner quasi zu perfektionieren, weil er gegen diese komischen Monster hier nichts ausgerichtet hat. Deswegen würde ich sagen, unsere nächste Aufgabe ist jetzt erstmal in Richtung der Ruinen und da die gute Riju ausfindig zu machen und vielleicht ihr zu helfen, diesen komischen Sandsturm hier zu bezwingen, zu beenden. Was wahrscheinlich wieder damit einhergehen wird, dass wir... Oh Gott, irgendwas ist hier. Dass wir einen Tempel natürlich machen müssen. Eigentlich wollte ich ja erst den Turm machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich ihn machen soll. Und habe so die leise Theorie, dass ich eventuell erstmal den Sandsturm hier beenden muss. Könnte sein, muss nicht sein, weiß ich nicht. Rennt doch nicht im Weg rum, da ist was zum Abschießen. Das hat gut gedroppt. Okay, hier ist wieder so ein... Da ist doch irgendwas drin. Naja, wir suchen jetzt einfach mal Riju. Die müsste ja auch hier irgendwo sein. Nord-Gerudo. Okay, pass auf, hier fliegen Leute. Wieder daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Link? Sieh mal an. Welch unerwartete Begegnung. Einmal mehr kommst du genau im rechten Augenblick. Naja, besonders zielsicher scheint sie ja nicht zu sein damit. Schloss Hyrule ist in den Himmel aufgestiegen und Zelda verschwunden. Und jetzt suchst du nach ihr. Oh. Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende mache. Es war sicherlich einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Dieser Sandsturm zog zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir es uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste mitsamt unserer Stadt. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sie sind langsam aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Hast du mir gerade zugesehen? Ich versuche gerade, diese Übungspuppe mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich es gern hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieß für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Das macht es ja noch schwieriger. Oh. Ha, lief ja spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Hm.
Sind auf die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das geht nicht, wenn man direkt auf eine Puppe zielt. Ziele stattdessen in die Mitte zwischen den drei Puppen. In etwa dort, wo der Felsen herausragt. Doch je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich Energie aufladen. Vergiss das nicht. Klar? Auf geht's! Okay. Ja! So langsam habe ich es raus. Die Gyptos können sich auf etwas gefasst machen. Ah, Link, vielen Dank für deine Hilfe. Hä? Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Eine Nachricht, Herrin! Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbasar an. Billa hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht. Wie? Gut, verstanden, ich danke dir. Link, wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenbasar aufmachen. Ohne deine Hilfe beim Zielen kann ich meine Blitze noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbasar liegt in einer Oase nordöstlich von Gerudo-Stadt. Das weißt du doch noch, oder? Nordöstlich. Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind. Kriegen wir eine Markierung? Na, okay. Dann sollten wir vielleicht erstmal nach Gerudo-Stadt zurück. Damit wir rausfinden, wo nordöstlich von Gerudo-Stadt ist. Oh Mann, ey. So, nordöstlich, da. Ach. Das hätten wir aber finden können. Direkt hier und dann geradeaus durch. Hoffentlich. Vielleicht doch hier die große Lampe. Da war ich nicht ganz sicher. Könnte sein. Leute kommen nicht, um mir zu helfen, weil ich noch in einer Stadt bin. Hallo! Danke! Da hinten ist noch ein Schrein. Schrein! Oh Gott, wo lande ich? Wüstengraben! Das auch noch! Doch einen Schrein gesehen. Nein, keine Gyptos, böse Gyptos. Ich habe hier doch leicht links einen Schrein gesehen. Und schon verlaufen. Bald kommt die Hitze noch dazu. Das kann ja eigentlich nicht mehr allzu weit. Also ich sehe doch auf jeden Fall schon Palmen. Ha! Oha! Die Gyptos dürfen nicht durchkommen. Wenn es so weitergeht, überrennen sie uns. Also sind sie doch nicht ganz aus Gummi. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Gyptos ausgelöscht.
Mir nach, auf in den Kampf. Link, ich verlasse mich auf dich. Ich werde die Königin beschützen, vernichten wir diese Monster. Ja, rennst denn du hin? Spaßig. So, wo sind noch welche? Das war's. Aha. Gut, dass ich viele Pfeile dabei habe. Sonst noch? Da sieht doch. Da kommen sie jetzt nicht, ne? Scheint es gewesen zu sein. Ist dies das Nest der Feinde? Strömen sie dort aus? Anscheinend. Wir müssen das Nest zerstören, damit dieser Strom endlich ein Ende hat. Nein. Achso. Vielleicht nicht sofort. Sollten wir einen etwas schwächeren Bogen einfach nehmen. Ach, den haben wir, sogar schon. Sehr gut. So. Böhler, es war sehr ehrenvoll, wie du die Stellung gehalten hast. Blitze sind also tatsächlich die Schwachstelle der Gibdos. Das gilt es auszunutzen. Zelda? Wirbelwinde bewegen sich auf unsere Stadt zu. Und auch Zelda verschwand in diese Richtung. Böhler, wir müssen sofort zurück. Link, folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Okay, darf ich erst den Schrein hier machen? Das wäre supi. So, haben wir hier zufällig auch jemanden von den Kumpels? Ich hoffe, ihm geht's gut. Hey da, junger Mann. Bist du auf deinem Weg hier vielleicht einem Mann mit Vollbart begegnet? Tut mir leid, so mit der Tür ins Haus zu fallen. Besagter Vollbartträger und ich gehören dem Karawanentrupp an, der Handel mit Gerudestadt beginnen möchte. Leider ist mir mein Freund Pontos dabei abhanden gekommen. Als Monster den Wüstenwasser angriffen, sind wir ins Gasthaus geflohen. Nachdem ich mich wieder gesammelt hatte, musste ich jedoch feststellen, dass Pontos verschwunden war. Oh. Im ganzen Trubel und bei all dem aufgewirbelten Sand konnte ich ihn nicht besonders viel erkennen. Aber ich meine gesehen zu haben, wie Pontos Richtung Westen gerannt ist. Da ist ein Monstercamp. Im Trupp gibt es eigentlich eine Regel für den Fall, dass jemand von der Gruppe getrennt wird. Derjenige soll an einem markanten Ort mit einem hohen Gebäude oder so warten, bis die anderen ihn finden. Ich hoffe nur, er ist nicht in einen der Treibsandrichter geraten, die es hier in der Gegend überall gibt. Leider gestaltet sich die Suche auch extrem schwierig, da die Sicht im Sand schon so furchtbar schlecht ist. Nee, anscheinend nicht. Ich
Hatte gehofft, aber nein. Anscheinend nicht. Hi! Nur begrenzt verfügbar. Wüstenstirnschutz. Ja! Hier! Sofort! Wasser! Ah, gefällt dir das? Das dachte ich mir. Ein absolutes Muss für jeden modebewussten Woi, der in der heißen Wüste heiß aussehen möchte. Das ist mein letztes Exemplar. Wenn du es kaufst, dann verrate ich dir ein Geheimnis, das nicht einmal die Gerudo kennt. Mehr habe ich davon nicht. Alles deins für den bescheidenen Preis von 450 Rubinen. Hand drauf. Gerudo-Ausrüstung für Männer. Die Eiskraft des Saphirs befähigt den Träger, großer Hitze zu trotzen. Sag, da du gerade mein letztes Exemplar gekauft hast, verrate ich dir ein Geheimnis. Das Stirnband, das du gekauft hast, ist Teil eines Sets. Es gibt auch noch einen Wüstenbeinschutz und einen Wüstenschulterschutz. Aber man kann sie nur an einem bestimmten Ort kaufen, und zwar im Gerudo-Geheimclub in Gerudo-Stadt. Club? Klut? Habe ich gerade Klut gesagt? Naja. Und den findet man hinter der Boutique Wüstenblume. Oh, wo ich darüber nachdenke, wo ihr dürfen Gerudo-Stadt gar nicht betreten. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ich jetzt die Karawane gefunden hätte? Hexalfoss-Schwanz. Oh, das ist Barsch. Oase gefunden hätte, bevor wir in Gerudo-Stadt angekommen sind. Was soll ich nur nehmen? Was haben wir denn jetzt hier Schönes gekauft? Sehr schick. Lassen wir mal an. Zusammen mit der Hose gegen Kälte. Kann nur gut sein. Ja, aber hier scheint keiner von denen zu sein. Naja, machen wir erstmal den Schrein. Schreine sind hier in der Wüste nicht zu verachten, solange ich keine Map habe. Ja, doch, da, den Fleck. Das Wasserfleckchen hätte ich auch sehen können. Habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Aber dann habe ich gesagt, nee, das kann doch nicht die Oase sein. Rutschpartie, das klingt lustig. Oh. Okay. Ob das wirklich so lustig ist. Sind auf jeden Fall Schlitten. Die rutschen. Aber was genau habe ich davon? Könnte höchstens auf einen draufspringen und ihn zurückspulen. Ah, schon drauf gelandet. Aha. Einfach. Ach Gott, was kommt jetzt? Nein! Nicht das! Geh. Das ist schon sauber fest. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Wie wäre es, wenn wir noch einen Anstieg hätten? Da hinten hätten wir sowas für einen Anstieg. Okay.
geht das Zeug unter? Leg es halt lieber auf so eine Plattform. So, damit hätten wir unseren Antrieb. Das heißt, wir können hier uns auch Sandleiter bauen, quasi. Naja, so in etwa. Oh, wir sollten aufpassen. Nochmal gucken, ob hier irgendwo was ist. Aber wir sollten auch nicht da runterrutschen optimalerweise. Mal da hinten geht es noch irgendwie lang. Pfeile nehmen wir sehr gerne. Wir haben schon was verballert jetzt zuletzt. Ups. Hier. Ich habe ein Problem. Wie weit können wir zurück? Auch halt erst ein bisschen Schwung, wie man es steuern kann. Jetzt aber hier. Nett. Tada! Mit einem Salto Mortale ab nach vorne. Bald gibt's wieder ein Herzchen. Juhu! So, es wird. Tja, aber meine Hoffnung, dass hier der letzte Mensch ist, der noch fehlte für den Turm, hat sich jetzt irgendwie nicht bewahrheitet. Oder zerstreut oder was auch immer. Da noch? Ist das zum Öffnen? Nee, nicht unbedingt. Ach, guck mal, Teri. Hallöchen.
Lass mich eben hier raus, bevor ich in der Wüste ertrinke. Es ist so heiß. Hey! Ah, wer hätte gedacht, dass ich sie hier treffe? Gibt es etwas, das sie brauchen könnten? Weiß ich nicht. Hast du was? Ja, Feule können wir schon mal kaufen. Guck mal, hier gibt es auch einen Brunnen. Brunnen am Wüstenbasar. Hopp. Das hatte ich schon geredet. Und hier gibt es auch Gelee. Basak. Ja, ich glaube, wir haben noch Pfeile. Was habt ihr denn hier noch? Hier kann man übernachten, okay. Ein Törtchen. Melone, Zucker, Weizen und Butter. Aber leider. Nicht das, was wir gerade suchen. Ja gut, das Schleimgelee noch, klar. So, also nächste Aufgabe. Zurück nach Gerudo-Stadt und Gerudo-Stadt verteidigen. Gut, haben wir soweit. Beziehungsweise haben wir soweit verstanden, machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dann.